12. Juli, 5.52 Uhr, nahe der polnischen Grenze. Gestern haben wir unser Zeitlager an dieser Stelle aufgeschlagen. Und heute Morgen muss ich feststellen, alle weg, verschwunden. Und ich alleine. Ich verließ das Zelt und hörte lautes Hundegekläffen. Schnell begab ich mich in die Richtung, aus der das Bellen kam, und sah einen Hund mit einer Kettensäge, der sich bedrohlich näherte. Plötzlich wurde es heller und ich hörte Vogelgesang. Der Hund war plötzlich weg. Die Vögel fingen an zu lachen. Und ich wachte auf. Es war nur ein Traum. Ich ging hinaus und sah einen roten VW Passat. Die Schlüssel steckten in der Tür. Niemand war in der Nähe, also unternahm ich einen Ausflug. Ich hielt mich für einen ausgezeichneten Fahrer. Ich zündete also die Bestie und fuhr los, die anderen zu suchen. Das Auto sprang an und fiel sofort auseinander. Plötzlich kamen die anderen um die Ecke, aber bedrohten und beschimpften mich. Ich sprang auf einen Baum und blieb dort, bis es Nacht wurde. Mir wurde klar, dass ich doch nicht so ganz alleine war. Bei mir war ein Hund, ein Pferd und ein paar Spatzen, denen es zu heiß war. Ich beschloss, an den See zu gehen, zur Abkühlung. Die Bäume rauschten nach der Melodie des Schlagers. Sie tanzte für mich. Bei dieser Melodie kehrten wir ins Zelt zurück.